Hallo, im folgenden Video will ich euch zeigen, wie man aus einem Foto eine nahtlose Textur machen kann. Also eine Textur, die sich beliebig oft wiederholen lässt, ohne dass man die Schnittstellen sieht. Das Ganze zeige ich am Beispiel von Photoshop, aber man kann das Verfahren auch auf andere Tools, wie zum Beispiel GIMP, übertragen. Abschließend zeige ich dann, wie man aus dieser Textur, aus diesem Bild, ein Material in Unity 5 machen kann. Los geht's. Das erste, was wir brauchen, ist also ein Foto. Man sollte darauf achten, dass die Fotos möglichst wenig Unschärfe enthalten, wie jetzt in diesem Beispiel. Das wäre jetzt ein schlechtes Bild. Oder auch hier, wo irgendwelche Dinge ins Bild reinragen. Also alles, was so Auffälligkeiten hier ergibt, wo man sieht, da ist irgendwas im Bild, das ist schlecht. Auch in diesem Bild hier, das wäre vom Foto her an sich schon besser, aber hier hat man auch Unschärfen drinnen, die sind immer schlecht. Und hier ist auch so, dass hier ein ziemlich deutlicher Wirbel in dem Fellverlauf drinnen ist. Das sollte man auch vermeiden. Gut sind also immer Fotos, wo einigermaßen gleichmäßig eine Struktur schon zu sehen ist, weil dann fällt es auch kaum auf, wenn man diese dann aneinander reiht. Ich nehme jetzt mal dieses Bild hier, das hat eine gleichmäßige Beleuchtung, hat nur geringfügige Unschärfen drinnen, also das wird nichts ausmachen und das Fell verläuft hier schon in so eine gleichmäßige Richtung, sodass man daraus ein Material gut ableiten kann. Und dann öffne ich diese Datei einfach mal mit Photoshop. Der nächste Schritt besteht jetzt darin, dass wir uns einen Bereich aussuchen, der die Textur dann darstellen wird, der also den Hauptteil der Textur ausmacht. Dazu nehme ich dieses Beschneiden-Werkzeug und wähle einen rechteckigen Bildausschnitt aus. Also rechteckig geht, wenn ich hier die Shift-Taste gedrückt halte, dann lockt Photoshop hier gleich ein quadratisches Format ein. Und das ziehe ich jetzt mal größer. Also man sollte einen Bereich wählen, der so groß wie möglich ist, um eine hochauflösende Textur zu erzeugen. Andererseits natürlich sollte vor allem das im Bild zu sehen sein, was man gerne darstellen möchte. Und dann sollte man noch darauf achten, dass der Bereich sich möglichst schon gleichmäßig, dass er schon möglichst gleichmäßig aussieht. Also hier zum Beispiel, wenn ich das jetzt so groß mache, dann habe ich folgendes Problem. Hier unten habe ich so große Fellflocken, so große Fellklumpen. Hier oben habe ich ein relativ feines Fell. Das ist ein starker Kontrast und solche Kontraste, die fallen auch immer sehr deutlich auf. Deswegen mache ich den Ausschnitt jetzt ein bisschen kleiner, dass möglichst gleichmäßiges Fell nur zu sehen ist. Also ich mache es mal so groß. Mit der Enter-Taste bestätigen. Und wir sehen jetzt, dass die Auflösung ist bei 25%. Also das sieht jetzt klein aus, aber es ist gar nicht so klein. Steuerung Alt und 0 auf dem Nummernblock schaltet in die 100% Ansicht. Dann sieht man, das Bild ist ziemlich groß aufgelöst. Das ist ein guter Ausgangspunkt für so eine Textur. Also man sollte mit möglichst hoch aufgelösten Bildern und Fotos arbeiten. Diese Größe, die ich jetzt hier habe, die sollte auf jeden Fall größer sein als das Endformat. Das Endformat könnte zum Beispiel für eine hochauflösende Textur 1024x1024 Pixel betragen. 512x512 funktioniert für die meisten Modelle eigentlich auch noch ganz gut, also je nach Anwendungsfall. So, was wir jetzt machen müssen, ist die nahtlosen Kanten zu erstellen. Also wenn ich diese Textur jetzt aneinander reihe, dann wird man noch sehr stark oder sehr deutlich die einzelnen Kacheln erkennen. Schauen wir uns das auch nochmal genauer an. Mal schnell die Kachelung auszuprobieren, gibt es wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, wie immer. Ich mache es jetzt einfach mal in Photoshop so. Ich erzeuge zunächst mit Doppelklick hier eine Ebene aus dem Hintergrund. Dann klicke ich hier mit der rechten Maustaste auf die Ebeneneigenschaften und konvertiere das Ganze in ein Smart-Objekt. Das Smart-Objekt ist jetzt quasi eine eingebettete Version von dem Bild. Das ist wie eine Photoshop-Datei in einer Photoshop-Datei. Und jetzt mache ich den Arbeitsplatz, den Arbeitsbereich dreimal so groß in beide Richtungen. Also Steuerung Alt C, um die Bildeinstellung, die Arbeitsfläche zu vergrößern.
dann gehe ich hier auf Prozent und sage 300% in beide Richtungen. Dann haben wir ein Bild, das 3 mal so groß ist, beziehungsweise 9 Kacheln hier Platz haben. Und mit gedrückter Alt-Taste dupliziere ich jetzt einfach diese Ebene in alle Richtungen, auch einmal nach oben noch und einmal dann noch nach unten. Na, jetzt. So, und jetzt habe ich eine gekachelte Ansicht. Ich sehe also, wie die Textur dann aussieht, wenn sie aneinandergereiht ist. Und man sieht hier, jetzt sind noch deutliche Kanten zu erkennen. Und jetzt bearbeiten wir eine solche Kachel, indem wir mit der Maus hier doppelt klicken. Dann kommt hier nochmal so eine Info, was passieren wird. Also wir gehen jetzt in die einzelne Datei rein. Und ich zeige mal kurz ganz deutlich, was passiert, wenn ich jetzt in dieser einzelnen Datei, also in dieser quasi eingebetteten Datei, irgendwas ändere. Steuerung S, das speichere. Dann wird das automatisch hier auf alle Kacheln übertragen. Und so kann ich jetzt zum Beispiel eine einzelne Kachel verändern und kann immer das Ergebnis hier drüben mit kontrollieren. So, das brauchen wir nicht mehr. Das löschen wir wieder raus. Steuerung S speichert diese eingebettete Fassung und dann sehe ich wieder mein Originalbild. Die Schwierigkeit beim Anlegen von den Kacheln ist jetzt natürlich, hier die Ränder so hinzukriegen, dass die zueinander passen und dass hier das Ende von der einen Kachel zum Anfang von der nächsten Kachel passt. Und da gibt es jetzt einen Trick, mit dem man das relativ einfach machen kann, und das ist nämlich der Verschiebeeffekt. Bevor ich diesen Effekt anwende, dupliziere ich die Ebene einfach mal und blende sie aus. Das brauchen wir gleich nochmal. Und die unterste Ebene, auf die wende ich jetzt den Kacheleffekt an, also den Verschiebeeffekt. Dazu wähle ich im Menü Filter, sonstige Filter, Verschiebungseffekt. Und der Verschiebungseffekt zeigt jetzt, dass man, dass das Bild verschoben wird. Also ist der Anfangspunkt, der Ursprungspunkt, der Nullpunkt hier, der wird rüber verschoben in die Mitte des Bildes zum Beispiel. Ja, jetzt ist die Frage, wie weit verschiebe ich das? Gut sind immer so 50%. Dazu müsste ich jetzt mal wissen, wie groß meine Kachel eigentlich ist. An der Stelle kann man dann eigentlich schon fast auf das Endformat gehen. Das heißt, wir können hier die Kachel skalieren, Steuerung Alt I, skaliert das Bild, und dann geben wir hier zum Beispiel die nächst kleinere Zweierpotenz ein, also 1024 zum Beispiel. Dann ist die Kachel 1024 mal 1024 Pixel groß. Jetzt speichern wir das mal. Dann haben wir hier drüben natürlich das Problem, dass das alles zu klein ist. Korrigieren wir das schnell, indem wir einfach das aneinander schieben mit dem aktivierten Einrasten geht das ohnehin relativ einfach. Also hier haben wir jetzt wieder unsere Kachelvorschau in der tatsächlichen Größe. So, jetzt nochmal, wir waren beim Verschiebeeffekt, der auf 50% gehen sollte, also Filter, sonstige Filter, Verschiebungseffekt. Wir wissen jetzt, das ist 1024 Pixel groß, die Hälfte davon sind 512. Also verschieben wir das um 512. Warum mit der Mitte? Also man kann auch jede andere Größe natürlich nehmen, dann muss man sich nur merken, was man genommen hat für ein Offset, weil wir das Ganze zur Korrektur auch immer wieder rückwärts machen können wollen. So, was wir jetzt erreicht haben, ist ein Verschieben, ein Teilen der Kachel im Grunde. Also jedes von diesen vier Ecken stellt ein Viertel der Originalkachel dar. Und wenn wir das jetzt mal speichern, dann sehen wir hier drüben, was passiert. Nämlich die Kacheln, wählen wir sie aus. Hier war der Rand vorher. Ich verschiebe es mal, dass man es ein bisschen genauer sieht. Also hier ist der Rand der Kachel und wir sehen jetzt, dass die Übergänge automatisch schon passen. Und was wir jetzt machen müssen, sind die Kanten nochmal überblenden, und das können wir hier jetzt wesentlich einfacher machen, wenn wir hier in der Mitte des Bildes bearbeiten.
weil dann können wir hier einfach die Übergänge quasi übermalen. Ja, wie geht das Übermalen von so einer Kante? Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Bei manchen Bildern bietet es sich an, zum Beispiel mit dem Kopierpinsel zu arbeiten, also Bereiche aus einem anderen Bildteil hier drüber zu malen. Das geht oft schon ganz gut. Und dann sieht man hier nämlich schon nicht mehr so genau die Kanten. Ich mache das nochmal rückgängig, weil ich noch einen zweiten Teil zeigen möchte. Und zwar ist das mit dieser kopierten Originalebene. Wenn wir die wieder einblenden, sehen wir, so war es vorher. So ist es jetzt. Und oft geht es ganz gut, wenn man dieses Originalbild jetzt teilmaskiert hier überlagert. Das heißt, wir stellen hier mit dem Maskierungsbutton eine Ebenenmaske. Die ist jetzt noch weiß. Wir können das mit Steuerung I umkehren, dann ist die schwarz, dann ist die gesamte Ebene jetzt quasi transparent. Und jetzt gehe ich mit dem normalen Pinselwerkzeug und einem weichen, relativ großen Airbrush-Pinsel her und zeichne mit weißer Farbe in diese Maske. Wichtig ist, dass hier die Maske ausgewählt ist, das sieht man immer an diesem schwarz-weißen Rand außenrum. Also wenn es so ist, ist es falsch, weil dann male ich hier direkt auf die Textur drauf. Das will ich nicht, sondern ich muss hier in die schwarze Maske reinmalen. So, und wenn ich jetzt hier mit dem weißen Pinsel drüber male, dann kann ich hier also Teile von diesem Originalbild einfach überlagern. Und somit habe ich relativ schnell diesen Übergang erzeugt. Mit Steuerung S wieder kurz dieses eingebettete Bild speichern und dann sehen wir auch gleich, was hier drüben schon passiert. Nämlich, wir bekommen eine Textur, bei der schon nicht mehr ganz so deutlich ist, wo die Wiederholung ist, wo die Kachelecken liegen. So, an manchen Stellen sieht man jetzt, dass hier noch grobe Unregelmäßigkeiten sind. Also zum Beispiel hat man hier diese groben Fellflecken, die sich sehr deutlich unterscheiden, einfach von den kleinen Bereichen dadurch, dass sie sehr grob sind und dadurch entsteht hier so ein wiedererkennbares Muster. Das kann man noch korrigieren, dann zum Beispiel mit dem Kopierpinsel. Dazu blende ich jetzt mal die Maske hier aus. Geht mit gedrückter Shift-Taste und Klicken. Dann sehe ich jetzt also den vollen Farbkanal und dann nehme ich den Kopierpinsel und versuche hier Bereiche, die ein feiner aufgelöstes Fell haben, hier einfach mal drüber zu malen, sodass man nicht mehr so diese groben, großen Flecken in der Überlagerung hier drinnen hat. Mit Shift-Klick wieder draufklicken, um das Ganze wieder anzuwenden. Und dann haben wir hier also wieder diese Überlagerung. Kurz speichern und dann wird das Ganze wieder übertragen. Manchmal ist es auch so, dass man die Pinselform anpassen kann an die Struktur des dargestellten Materials. Also zum Beispiel habe ich jetzt hier ein, so ein linienartiges Muster und dann kann ich auch hier so einen Linienpinsel verwenden, also einen Pinsel, der Linien zeichnet, ja, der nicht mehr rund ist, sondern der so lineare Flächen zeichnet. Und das kommt dann im Grunde der Struktur hier zugute. Dann kann ich also hier in der Textur auch mit so einer Linienform zeichnen und dann ist das manchmal ganz gut, um so Übergänge hinzukriegen und um die einzelnen Texturbereiche hier entsprechend zu übermalen. So, an dieser Stelle fällt mir noch auf, dass das Material diese deutlichen Flecken hat, die also noch hier drüben so als Wiederholung sehr stark sieht. Mache ich nochmal was Kleineres drüber. Gucken wir mal, man muss natürlich auch beim Kopieren immer aufpassen, dass man nicht zu viel kleine Details dann kopiert, weil sonst sieht das auch wieder auffällig aus.
Gut, lassen wir dieses Material mal so bestehen und speichern dann die einzelne Kachel. Das können wir machen, indem wir einfach diese embeddete Datei hier, diese eingebettete Datei separat speichern. Um das zu speichern, brauche ich aber natürlich erstmal ein Ziel, wohin ich das überhaupt speichere. Und das kann man jetzt zum Beispiel gleich mit Unity machen. Das heißt, ich starte mal Unity, sage neues Projekt. Also hier zum Beispiel. Und dann werden mir automatisch schon die Ordner erzeugt, die ich hier brauche, zum Beispiel der Assets-Ordner. In dem Ordner lege ich jetzt nochmal einen neuen Unterordner an für mein Material. Material, so. Und ich mache es immer noch so, dass ich gerne noch einen Unterordner anlege für die Rohdaten, also zum Beispiel einen Image-Ordner. Dann können wir im Material selbst das Material dann auch gleich anlegen und im Image-Ordner werden einfach die Bilddaten platziert. Entsprechend gehen wir jetzt wieder in Photoshop, Datei für Web und Geräte speichern. Speichern das als JPEG. Also in unserem Ordner Materialtest. Da gibt es den Ordner Assets Material Image. Und da lege ich das jetzt mal an als Fur Color. Dann speichern. Und wenn wir dann in Unity reinschauen, dann ist auch hier das Fur Color als Datei hier enthalten. Das Ganze ist eine Texture, das passt schon. Und jetzt legen wir ein Material an, gehen also in den Material Ordner, machen Rechtsklick, Create Material, New Material, das nenne ich jetzt Fur. Und dann brauchen wir noch was, um das in der Szene mal anzuzeigen. Das heißt, wir erzeugen ein 3D Game Object und zwar einfach eine Sphere. Und dieser Sphere weisen wir unser neues Material per Drag and Drop zu und dann wählen wir das Material aus, um jetzt hier in den Kanälen die entsprechenden Bilder noch abzulegen. Also gehen wir in Image rein und legen das Fur zum Beispiel in den Farbkanal, sodass das Ganze schon hier aufgetragen wird. Wir können jetzt hier für das Tiling nochmal einen Wert eingeben, zum Beispiel 2x2, sodass wir hier schon auch testen können, wie es aussieht, wenn das Material sich wiederholt. Ich lege das Farbmaterial, die Farbtextur auch gerne noch in den Occlusion-Kanal. Da kann man schon mal ein bisschen mit dem Regler rumspielen, wie stark es die Okklusion hier beeinflussen soll oder nicht. So, dann kommt jetzt der zweite Teil, nämlich noch eine Tiefenmap, eine Heightmap oder Bumpmap für dieses Material zu erstellen. Also so sieht das schon schön aus. Noch schöner wäre es natürlich, wenn wir hier diese Fellstruktur etwas authentischer hinbekämen. Dazu gehen wir also wieder in Photoshop und bearbeiten dieses Bild. Was wir jetzt machen, ist einfach eine Graustufentextur zu erzeugen. Ein Graustufenbild, bei dem die schwarzen Bereiche niedrige Bereiche anzeigen und umso heller ein Pixel ist, umso höher soll das in der Materialtiefe dann später aussehen. Um das zu machen, vereinige ich erstmal diese beiden Ebenen mit Steuerung E. Dann habe ich eine Bildebene, auf der ich jetzt weiter arbeiten kann. Ich habe gesagt, wir brauchen ein Graustufenbild, das heißt über Bildanpassungen Sättigung verringern, können wir erstmal eine Graustufe hier erzeugen. Und weil es ja um die Kontraste geht, kann man jetzt auch noch eine Tonwertkorrektur machen. Mit der Tonwertkorrektur kann man jetzt darauf achten oder kann man versuchen, nochmal den Kontrast zu erhöhen, dass hier zum Beispiel einzelne Haare richtig deutlich hervortreten, dann hätte man hier also eher einen scharfen Effekt. Oder man kann es auch abschwächen, dass das Relief dann nicht ganz so deutlich ist, sondern etwas flacher. Das ist dann nochmal so eine individuelle Geschmacksfrage.
Frage letzten Endes. So, ich habe festgestellt, dass es manchmal hilfreich ist, wenn man hier noch einen Weichzeichnungsfilter anwendet, zum Beispiel den Matter machen. Und der Matter machen, der glättet jetzt so einige Bereiche nochmal, also Kontraste bleiben erhalten, aber trotzdem sind manche Bereiche dann etwas geglättet. Machen wir mal nicht zu viel, sodass wir hier immer noch einen schönen Kontrast haben, aber das Ganze ein bisschen geglättet wird. Und dann je nach Textur kann man noch einen Weichzeichnungsfilter, einen gaußschen Weichzeichner zum Beispiel drauflegen. Da kommt es sehr darauf an, wie die Eigenschaft von der Textur ist. Also wenn wir zum Beispiel einen Lehmboden hätten, dann wäre es hier gut, höhere Werte anzugeben, weil wir ja einen weichen, glatten Grund haben. In dem Fall ist es so, dass das Fell sehr scharf ist, also auch durch hohen Kontrast im Relief sich auszeichnet. Dementsprechend mache ich hier gar nicht zu viel Weichzeichner, sondern nur einen leichten Weichzeichner. Das sieht bei dem Höhenrelief meistens besser aus als gestochen scharfe Texturen. So, damit ist unsere Bumpmap eigentlich fertig. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal hier speichern, wieder in der eingebetteten Datei, dann sollte das hier drüben wieder auftauchen, genau. Und wir sehen, es ist jetzt Folgendes passiert. Durch das Weichzeichnen sind wieder scharfe Kanten entstanden. Hier zum Beispiel. Das hängt einfach damit zusammen, dass auch der Weichzeichner eben nicht über die Ecken hinausgeht, sondern nur bis zum Rand, und dann hat man einen scharfen Kontrast wieder an den Ecken. Das kann man wie folgt relativ einfach in der Bumpmap korrigieren, indem wir nämlich wieder den Verschiebeeffekt rückwärts anwenden erstmal. Also wir gehen wieder auf Filter, sonstige Filter, Verschiebungseffekt. Und jetzt zahlt es sich aus, wenn man hier die 50% Verschiebung gemacht hat, weil man das ganz einfach wieder zurück machen kann, nämlich mit den minus 512 in dem Fall. Anders ginge es auch, aber dann muss man jetzt halt wissen, um wie weit man das genau verschoben hat. Es ist eine Hilfslinie sozusagen, oder eine Hilfestellung, wenn wir hier einfach die Mitte verwenden. So, damit haben wir das Ganze wieder zurück verschoben. Jetzt sind wieder die Kanten hier, die neu entstandenen Kanten in der Mitte, und bei der Bumpmap fällt es meistens nicht so genau ins Auge, wie das Ganze aussieht. Deswegen können wir hier einfach das Wischwerkzeug nehmen und diese Übergänge, diese Kanten einfach verwischen. Also das muss nicht ganz so genau sein, weil wir die Pixel genau ja eh nicht sehen, sondern wir sehen nur den Höhen- und Tiefeneffekt, und da fällt in erster Linie die scharfe Kante auf. So Weichzeichnungseffekte fallen da nicht so stark ins Auge. Also das heißt, was wir hier machen, ist, wir verwischen das Ganze so, dass keine scharfen technischen Kanten mehr zu sehen sind, sondern dass die Formen hier ineinander übergehen. So, schauen wir mal, hier unten ist es noch ziemlich extrem. Also hier auch noch, also überall, wo natürlich hohe Kontraste in den Farbflächen auch vorherrschen, da sieht man das Ganze ganz besonders deutlich. So, worauf man hier achten sollte, ist natürlich, dass man die Formen, die im Bild schon gegeben sind, also zum Beispiel hier der Verlauf von den einzelnen Haaren, dass man dem wieder folgt mit der Pinselbewegung, und dann kriegt man das relativ einfach überblendet. Gut. Jetzt haben wir das. Ich habe hier versehentlich die Hilfslinie reingezogen, die ziehe ich mal wieder raus. Hier drüben sieht man den Effekt noch relativ deutlich, oder den Bruch. Malen wir hier noch ein bisschen drüber. Okay. Und wichtig, wir müssen jetzt natürlich auch wieder dann zurück verschieben. Also wieder den Verschiebeeffekt anwenden, weil ansonsten passt
die Aufteilung von dem Bild natürlich nicht mehr mit dem Farbbild zusammen. Also das muss ja 1:1 sich überlagern. Also Verschiebeeffekt rückwärts. Dann Datei für Web und Geräte speichern. Und dann exportieren wir das Ganze als Bumpmap. Ich nehme dazu immer die Benennung gleicher Name, also Fur in dem Fall, und dann einfach Bump dazu. So, dann gehen wir in Unity und dann sehen wir, hier sind zwei Dateien entstanden, Fur Bump und Fur Color. Und jetzt gehen wir ins Material nochmal rein und geben dann die neue Bump Map in die Kanäle Normal Map und Height Map ein. Normal und Height. So, was wir jetzt sehen hier ist, wir haben schon so gewisse Höheneffekte drinnen. Das Ganze sieht schon anders aus. Die Lichtinteraktion sieht schon mit dem Material anders aus. Aber es passt eine Sache noch nicht und die zeigt mir Unity hier auch gleich an. This texture is not marked as normal map. Das heißt, wir müssen Unity sagen, das ist eine normal map. Das geht sehr einfach in Unity, indem wir das nämlich einfach beim Import angeben. Ich will noch mal kurz eines sagen. Hier gibt es auch den Schalter Fix Now. Mit dem geht es auch. Aber die Ergebnisse sind meines Erachtens oder meiner Erfahrung nach besser, wenn wir das manuell umstellen, als wenn wir dieses Fix Now machen. Das heißt, wir gehen auf die Bilddatei in Unity und sagen dann beim Texture Type Normal Map, sagen Apply, dann sieht das Ganze so aus und dann haben wir hier eine Normal Map generiert. Man kann hier auch noch mit dem Tiefenregler, mit dem Bumpiness-Regler nachträglich etwas korrigieren, wie stark dieses Relief ausgeprägt sein soll. Als ich das gemacht habe, hier umgestellt habe, da hat man schon gesehen, dass sich das Relief jetzt hier gleich ganz anders darstellt. Das heißt, wir haben jetzt hier ein wesentlich authentischeres Relief. Das heißt, das Fell sieht jetzt direkt nach Höhe und Tiefe aus. Was jetzt hier noch ein bisschen komisch aussieht, sind die Glanzlichter. Das hängt damit zusammen, dass hier einfach noch ein zu großer Spiegelwert oder ein zu großer Glanzwert eingestellt ist, Smoothwert. Das können wir korrigieren, indem wir den einfach niedriger ansetzen. So, ich stelle den mal direkt auf 0. Dann sieht es schon besser aus. Und das nächste, was wir machen müssen, ist das Anpassen von den Reliefausprägungen. Also bei der Heightmap ist es, glaube ich, immer gut, wenn man nicht allzu hohe Werte nimmt, weil das sehr schnell sehr unrealistisch aussieht, kommt aber auch auf Textur drauf an. Und auch mit der Normal Map gibt es hier noch die Möglichkeit, natürlich die Tiefe entsprechend zu verändern. Nicht zu extrem, aber auch nicht zu flach, sodass wir hier diesen Felleffekt bekommen. So, das war mein Video zum Thema Texturen aus Bildern erzeugen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bei Fragen könnt ihr ja einen Kommentar am Video hinterlassen oder eine private Nachricht schreiben. Bis zum nächsten Mal.